kommt eine Premiere. Wir haben nämlich Dr. Willy Krenner-Schillings eingeladen. Er ist konventioneller Landwirt. Er hat sogar mal für die Zuckerindustrie gearbeitet. Und er ist vor ein paar Jahren ganz bekannt geworden, als er als super zorniger Landwirt einen Brief an die Verbraucher geschrieben hat. Er hat nämlich geschrieben, warum kauft ihr immer das Billigste? Davon können die Bauern nicht leben. Wir sind es leid, diese Situation. Seitdem ist er super bekannt, Radio, Fernsehen, überall unterwegs. Als Bauernversteher, er gibt den Bauern eine Stimme, die da in ihren Ställen sitzen mit 3000 Sauen im Kastenstand und nicht mehr weiter wissen. Er spricht für sie und deshalb wollen wir heute diesen Dialog beginnen. Nämlich mit den Bauern, die einfach nicht mehr weiter wissen, die sich aber angegriffen fühlen von Demos wie dieser. Denen hilft es nicht, wenn sie sich angegriffen fühlen. Das wollen wir jetzt mal erörtern. Und er spricht mit einem, den muss ich euch, glaube ich, nicht vorstellen. Jochen Fritz ist Landwirt und Organisator, Cheforganisator dieser Demo. Ohne ihn gäbe es uns alle hier gar nicht. Willkommen, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich wollte nur sagen, ich will auch Bundeskanzler werden. Oh, okay. Ich nicht. Wer noch? Wer will noch Bundeskanzlerin und Bundeskanzler werden? Wer hat gute Ideen für die Agrarpolitik? Bauer Willi, aber wir sind hier, um diesen ganz, ganz wichtigen Dialog mit den Landwirten zu führen, die sich angegriffen fühlen durch eine Demo, durch Kritik an ihrer Wirtschaftsweise. Woher kommt dieser Frust? Warum fühlen die sich so? Also wenn ich mit den Landwirten spreche, mit denen ich spreche, sind ja meistens konventionelle Landwirte, dann ist es so, dass sie sagen, die Preise sind natürlich scheiße, das ist immer so, aber die Preise könnten auch immer noch besser sein. Aber was ihnen vor allen Dingen auf den Zeiger geht, ist, dass sie mit den ständig neuen Forderungen, die von allen Seiten gestellt werden, ob jetzt NABU, BUND, Greenpeace, WWF oder wie auch immer, einfach nicht zurechtkommen in der Geschwindigkeit und auch in der Lautstärke, in der sie geäußert werden. Wir sehen das ja auch heute hier auf der Demonstration. Darüber hinaus sind natürlich auch noch ganz andere NGOs unterwegs, die heißen nämlich Rewe, Edeka, Aldi und Lidl. Und da sage ich, diese NGOs tun uns Landwirten, bereiten uns Landwirten sehr viel mehr Probleme. Und auch ich bin gegen Konzerne, aber eben gegen diese Konzerne, die uns mit zum Teil sehr unfairen Geschäftspraktiken das Leben schwer machen. Wenn ich höre, ich bin gegen Massentierhaltung, dann kann ich das verstehen. Erstmal als Mensch kann man das immer verstehen, aber wenn ich gerade einen Stall gebaut habe vor 3 oder 4 oder 5 Jahren und habe Kredite bei der Bank, dann kann ich nicht von heute auf morgen diesen Stall umwidmen, weil ansonsten bin ich pleite. Und irgendwann fangen die Landwirte dann an, gerade die kleineren Betriebe zu resignieren. Dazu kommt auch noch in gewisser Weise Angst, wirklich Existenzangst, wie sie all diesen Forderungen noch begegnen können. Und irgendwann geben sie dann auf. Und das hat zur Konsequenz, je lauter wir dagegen reden, umso eher sind die Landwirte frustriert und umso eher hören sie auf und umso schneller haben wir die Großbetriebe. Da will ich gerne Jochen zuhören. Was können wir denn dagegen tun? Denn das ist ja nicht, was keiner hier will, dass die Landwirte den Mut verlieren. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass du, Willi, hierher gekommen bist. Es ist nicht einfach für dich gewesen und ich habe im Internet gesehen, dass du auch dafür viel Schmerz bekommen hast. Aber ich bin dafür, dass wir diesen Dialog anfangen und ich kann diese Landwirte in gewisser Weise verstehen, aber ich glaube, dass diese Demonstration ihnen Kraft geben soll und Mut gibt, dass die Bevölkerung, die Gesellschaft bereit ist, einen Weg mit ihnen zu gehen und neue Wege zu finden mit artgerechter Tierhaltung, mit weniger Pestiziden. Und ich glaube, die Uhr hat so getickt, wir verlieren wirklich so viele Höfe. Und wir haben auf der anderen Seite das Artensterben. Wir müssen es gemeinsam anpacken und da müssen alle raus aus ihren Wagenburgen und miteinander reden. Ja. Brandenburger Tor. Es ist 1989 aufgemacht worden. Es war damals ein Symbol für die Trennung. Heute ist das Brandenburger Tor das Symbol für Gemeinsamkeit. Es waren damals zwei Systeme, die gegeneinander gekämpft haben oder sich feindlich gegenüberstehen. Und deshalb bin ich auch gerne gekommen,
um wirklich heute auch einen Neubeginn zu machen in der Diskussion zwischen den Kritikern der konventionellen Landwirtschaft, denn wir müssen miteinander reden. Und ich möchte vielleicht noch einen Satz sagen, der mir ganz wichtig ist. Wir müssen nicht nur miteinander reden, sondern wir müssen auch miteinander denken. Und wenn wir dann noch aneinander denken, ist eigentlich ein wunderbarer Anfang gemacht. Und von daher vielen Dank, dass ich auch heute hier sein kann. Vielleicht. Wie weit kommen wir denn überhaupt schon zusammen? Wir haben ja gehört, wir brauchen die Kulturlandschaft, wollen wir halten. Wir wollen die Tiere gut halten, da würden auch alle Landwirte mitgehen. Wo sind dann überhaupt noch Differenzen? Das ist doch so Wahnsinn, dass es hier einen Disput gibt. Wir wollen doch Natur erhalten und gute Arbeit und Anerkennung. Das haben die konventionellen Leute, Landwirte, die hier auf der Demo gesprochen haben, genauso gesagt wie wahrscheinlich die Leute in ihren Büros. Wo sind Unterschiede? Wo können wir schon zusammen loslegen? Also was ich als Unterschied sehe, ist, dass für mich ganz klar wird, dass diese Exportorientierung der Landwirtschaft Schluss sein muss, weil wir permanent immer Preise haben, die unterhalb der Produktionskosten sind. Und das ist ein gemachtes System, da werden die Bauern immer dran verlieren. Wir brauchen endlich wieder faire Marktregeln, wo der Markt, wo so viel produziert wird, wie wir auch verbrauchen. Und dann kann der Preis auch steigen. Sag mir, Jochen, wie du das konkret umsetzen willst. Wie willst du als Jochen Fritz Einfluss auf die Preise nehmen? Kein Verband, kein Politiker macht Preise. Die Preise werden am Markt gemacht. Ich kann mit Preisen auch zurechtkommen. Ich bin auch mit den Preisen nicht einverstanden, aber vor einem Systemwandel musst du uns Landwirten auch sagen, wie das neue System, wie wir zu dem neuen System hinkommen. Und da sehe ich von den Seiten auch der NGOs, aus meiner Sicht, ich äußere nur mal meine Meinung hier, keine Problemlösungswege. Und die muss man uns aufzeigen. Ich finde, Kritik ist erlaubt, aber nach der Kritik müssen auch die Wege aufgezeigt werden, wie man aus dem System dann wieder rauskommt. Und das fehlt mir ein bisschen. Lasst uns als erstes mal die Subvention subventionieren. Es ist eine absolute Ungerechtigkeit, dass 1% der Betriebe so viel Subventionen erhält wie die anderen 62 kleinsten Prozent. Wenn wir da mal anfangen und daran gehen, da können wir schon viele Betriebe erhalten. Da bin ich weiter als Jochen. Ich bin dafür, dass wir alle Subventionen streichen. Also, stopp. Gibt's wieder einen Kongress? Wir haben einen Sachkongress. Stopp. Eine Einschränkung. Und zwar, die bedeutet, dass alle diese Produkte, die von uns europäischen Verbrauchern nicht mehr gewünscht werden, an der Grenze abgewiesen werden. Das gehört dazu. Das wäre mal ein Schritt. Ich weiß, ich habe das auch schon mit Renate Künast, auch mit Frau Tackmann von den Linken diskutiert. Sie sagen, da könnte es durchaus Probleme geben, weil Deutschland eben Exportnation ist. Aber wir müssen da auch unkonventionell denken und auch unkonventionelle Ansätze wählen. Ich finde, das ist ein guter Schritt in eine gemeinsame Richtung. Alle Landwirte und alle Umweltschützer und alle Tierschützer gemeinsam nach vorne und alle Leute, die hier dort stehen, kauft nicht die billigsten Sachen, für die Landwirte nicht produzieren können, und geht in den Dialog mit den Landwirten, die Angst haben vor unserem großen Bündnis, und macht mit bei bauerwilli.com. Da könnt ihr euch an der Diskussion beteiligen und mit Landwirten in Kontakt reden. Guckt auf diese Seite. Und ansonsten, Jochen, kann noch eine Menge auch bei uns tun, oder? Ich glaube, den Dialog führen wir seit 8 Jahren und deswegen kriegt man uns auch nicht mehr von der Straße. Danke, dass ihr alle da wart. Ja.